Moin YouTube, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Zweitkanal. Wir machen heute mal wieder V1 Community Customs. Heute ist mal wieder angesagt Geek of the Week. Wir finden heraus, wer der größte Übergeek meiner Community ist. Und ich würde sagen, es geht direkt los. Es sind 43 Leute auf dieser Karte, direkt aus meiner Community hier reingejoint. Und da wird es gleich richtig scheppern. So viel kann ich euch sagen. Die letzte Geek of the Week habe ja sogar ich gewonnen. Da habe ich ausnahmsweise mitgespielt und habe komplett dominiert. Und deswegen spiele ich diesmal nicht mit, um den Leuten ein bisschen eine Chance zu lassen, wisst ihr? Weil es ja komplett unfair gewesen. So, Alex jetzt, dem haben wir im Warm-Up schon zugeschaut, der hat so ein bisschen PP-Game, aber der kann sie jetzt noch redeemen, sage ich. Und schöne zweite Mine noch dazu, oder? Zur ersten. Nein, tatsächlich nicht. Sehr stark. Gut, der erste Kill, let's go. Der Name sieht cool aus, der Name sieht sehr cool aus. So, Shoga. Oh, sehr starkes Aim. Ist nicht gut gemacht. Ich muss den Leuten noch sagen, dass sie gleich mal V1 in den Klantag reinmachen sollen. Das habe ich noch vergessen. Nochmal alle V1 in den Klantag reinmachen. Für die schönen V1 Games. Hat hier irgendwer V1 drin? Ich glaube wirklich niemand, oder? Oh, nice. Sehr stark. Hat den Knock bekommen. Kann auch jetzt easy den Finish ziehen. Wenn er von hinten nicht genockt wird. Nice, easy. Rockefeller down. So, Blondie jetzt mit diesem Cartoon-Skin. Muss versuchen, irgendwo zu regainen und nicht aus der Luft geschossen zu werden. Da gibt es nämlich auf jeden Fall ein paar sehr gute Leute aus meiner Community, die da auf jeden Fall scheppern könnten. Ich sag, Alex holt das easy. Okay, Alex dein Steckenpferd, oder was? Okay. Blondie hat kein Headset auf. Er hat nicht, dass rechts Gegner drauf sind oder ein Gegner drauf ist. Oh, das ist aber auch ein Name, Alter. Punisher Cod 07. Meint ihr, ist 07 das Baujahr? Der ist 17. Boah, dass man mit 07 17 ist, ist crazy. Nein, bad timing. Oh, was ein Timing. Dass man mit 07 17 ist, ist krass. So, Easy Clap jetzt schon mit 3 Kills. Oh Gott. Oh, sehr stark. Schön den Knock gezogen. Noch ein C4 abbekommen. Muss schauen, dass er den Knock hier unten gefinisht bekommt. Oder tatsächlich nicht. Will er doch nicht. Aber 07 ist doch krass, oder? 07 ist crazy. No chance. No chance. Zu viel gleichzeitig. Sein Clan-Tag ist Programm. Mother of Otters. Heute sind viele neue Namen dabei, bemerke ich gerade. Heute sind sehr viele neue Namen dabei. Jetzt übrigens jetzt schon gerne... Falls ihr das Video gerade seht, gerne noch einen Like und ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen und unterstützen. Und schaut gerne auf Twitch vorbei. Das ist der zweite Link in der Videobeschreibung. Dort machen wir jeden Sonntag um 18 Uhr Community Custom Games. Also wenn ihr Bock habt, da mal mitzumachen, kommt gerne vorbei. Moin Noah, was geht? '96 beste Baujahr. Boah, Rentner. Crazy, wie alt bist du da? 50 oder so? Otters jetzt. Wird hier gepusht. Schöner Knock. Nice, good shots. Ich dachte leider nicht ganz für den Knock. So, 4 Kills bei El Professor. Spielt hier einen Superi ganz anders, als ich sie spielen würde. Zusammen mit einer Sniper und campt sich hier den Popo ab. Alex jetzt wieder, 5 Kills schon. Shoga wieder einmal reinkommen. Fruit richtig am Längen. Oh, Malcolm gar nicht kassiert leider. So, Punisher jetzt wieder mit seinen 3 Kills.
Hat auch die neue Tarnung, das ist die neue Zombies-Tarnung. Die ist richtig schwer freizuschalten, oder nicht schwer, aber einfach so. So ist richtig mühselig. Du brauchst so ein richtig gutes Team. Ein gutes Zombie-Team. Und dann hast du so ein paar Aufträge, die du machen musst. Die du freischalten musst. Und dann kannst du diesen Nuke-Auftrag machen. Du musst dann halt fünf Waves verteidigen. Fünf Waves. Da kommen so in fünf Wellen kommen dann Zombies auf dich zu. Und du musst die jeweils über den Haufen schießen. Das ist richtig schwierig. Richtig schwierig. Also pure Passion, wer auch immer das freischalten. Also wirklich pure Passion. Boah, gute Shots, aber auch gute Shots vom Gegner, obwohl er nur eine Pistole hat. Und die sieht kacke aus. Ja, die sieht richtig kacke aus. Nice. Sehr stark. Komplette Aimlock gewesen, habt ihr das gesehen? Was hast du jetzt mit 7 Kills schon? 7 Kills ist crazy. Almost. Nice, good knock. Reicht leider nicht ganz für den Finish. Es wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Wird sie doch ausgehen. 8 Kills dabei. Schön. Den schwierigen Shot hat er gehittet, wenn der Gegner noch nicht gedownt war. Und sobald er gedownt war, war wieder der einfache Shot, der nicht connected hat. Der absolute Überklassiker. Aber der hat denselben Skin wie ich davon, ne? Warum hat der Typ 8 Attachments mit der HM? Also der Gegner davor hatte 8 Attachments, weil das ist so... Irgendwie aus einem Bunker oder sowas kriegst du so Waffen mit 8 Aufsätzen. Und über eine Bunkerkarte oder sowas. Irgend sowas. Weiß ich, komplett useless. Die sind nämlich immer weird gebaut. Wow, die Shots waren sehr krass, obwohl das mit der Superi war auf die Range. Nice one. Sehr stark gemacht. Mein bester Mann, was geht? Über Bunkerkarte, okay. Das ist aber auch ein Geek-Name, by the way. Auch mit Geek-Smiley und allem. Hier wird außerhalb der Zone einer abgekämpft. Sehr, sehr nice. Wichtig. Weedman besorgt sich ein Loadout. Cut AMR und Superi. Cut AMR ist sehr interesting. Die macht immer noch One-Shot auf jede Range, aber die fühlt sich halt aber kacke an. Verstehe ich, warum man Cut AMR spielt, während die K98 so OP ist. Warum macht man das? Nice, schöner Kill. Einer war doch noch drin, dann aufpassen, der wird jetzt gechased. Spiel nicht alles, wer das in der Weltmeisterschaft, natürlich immer. Bei Custom Games spielt immer alles, wird es da irgendwie um was gehen. Es geht um ein YouTube-Video, weißt du, es geht um ein YouTube-Video. Da kann man schon mal tryharden. Almost, 3 Schüsse nur noch, muss aufpassen. Also jetzt auf Schlagen zu gehen. Gegner kommt gerade so noch weg. Sehr starke Shots. Let's go. Wichtiger Kill von Weedman. Und wurde getradet. Unlucky, machst du nichts. Wird sogar gebodyshootet. Wow. Das volle Programm. Alex jetzt. Im Gunfight. Gegen Kelly Sticks. Nee, Schwerter war das sogar. Oh mein Gott. El Professor hat gegen C4s zu kämpfen. Nein. Er hatte noch 35 Schuss, aber geht auf Reload. Ich glaube, es war unabsichtlich. Das war so ein Panik-Reload. Sehr stark gemacht von, naja, was auch immer das für ein Name ist. Von YM. Ich sage YM. Ist Weedman eigentlich Denno undercover? Ist das krank? Die ersten Shots haben nicht gesessen. Die ersten Shots sind komplett daneben gegangen. Es leben übrigens auch nur noch 14 Leute. Warum leben so wenig Leute? Ah, machst du nix, Shoga. Da aufgeklatscht sogar. Komm, pusht euch. Attackieren. Wow. Der ist der Gegner. Ich muss den finden. Ganz, ganz dringend. Wer auch immer das war, ist kompletter Übergeek mit seiner WSP 9. Zeig ihn mir. Ott sei Dank. Oh mein Gott, der Name ist crazy. Coconuts mit 7 Kills. Okay.
Okay, das war Easy Clap. Easy Clap mit der WSP 9. Den haben wir eh jetzt schon öfter zugeschaut. Das war Easy Clap mit der WSP 9. 7 Kills. Zeig mal her jetzt, mein Kollege. Einer oben auf dem Turm am Schneipen. Ja, aufpasse. Gott sei Dank ist wild. Nice. Fast tot der Gegner, fast tot. Und wieder Easy Clap jetzt. Mit der Smoke. Smoke sich close. Nein, smoke sich sogar weg. Smoke sich noch ein Stück weg. Okay, und ist jetzt Mitte der Zone. Hat also wirklich nichts zu befürchten. Ist eigentlich gut zu go. Professor Helmbombe kassiert. YM jetzt. Sehr stark gelungen den Shot. Gegner absolut One-Shot. Muss jetzt Movement beweisen. Oh. Der hatte gute Shots da oben. Das war genau er hier. Split on fire. 8 Leute auch nur noch alive. 8 Leute, das ist krass. Es hat auch niemand hier gerade viele Kills. 6 Kills haben wir hier. Hier haben wir 3. Aber das Höchste, was wir bis jetzt gesehen haben, ist zum jetzigen Zeitpunkt 8. Vielleicht könnten das noch eine 10 werden. Okay, Kranium haut ab. Und Doc Hudson. Nein, hat gar nicht kassiert. Oh, ist das unlucky. So gute Shots von Doc Hudson und dann daneben geschossen. Doc Hudson war der von Kars, oder? Die Legende von Kars. Der gute Doc. Kars, Banger-Film. Banger-Film-Reihe, Banger-Trilogie, wirklich komplett geil. Wirklich Kars crazy. Kars wirklich crazy. Muss ich jetzt entscheiden, hier den Weg einzuschlagen? Coconut geht rechts herum. Easy Snipe. Den hätte er schon lange easy haben können. Nice. Schade. Gegner über im Fighten. Easy Clap jetzt sind gar nicht kassiert. Von YM. Könnte sein, dass YM das gewinnt, das Ding. Patrick muss jetzt rein rotieren. Einer ist auch im Heli drin. Patrick rotiert. Ah, YM hätte ihn holen können, tut er aber nicht. Der rotiert aber vor. Misst alle seine Shots gegen Coconuts. Alles daneben geschossen. Kranium jetzt im Heli. Split on fire. Unten drinnen. Der wird jetzt gepusht von Patrick. Yeah, bei Patrick. So. Kranium noch. Kranium macht jetzt ein Play. Oh, sehr guter Play. Jetzt einen absoluten High Ground. Muss aber aufpassen, dass er da nicht irgendwie von oben angeschossen werden kann. Von hier. Die pushen sie jetzt gegenseitig. Kranium wieder weak. Kranium jetzt in Gunfights. Shepard kassiert. Gegen Coconuts. Coconuts 1 gegen 1. 1 gegen 1, Coconuts gegen Split on Fire. Split direkt unter Coconuts. Oh mein Gott. Wow, Shepard. Da hat's komplett gescheppert. Ich glaube, der erste Shot war sogar ein Snipe, oder? Zeig mal her, Coconuts. Ich würde gerne Killcam sehen. Bitte, Coconuts, bitte. Ja. Oh, nice Shot. Nice Shot. Hat nicht Coconuts letzte Woche auch irgendwie 2-3 Mal gewonnen oder sowas? Irgendwie, also Coconuts komplett crazy, Alter. Sogar mit V1 im Clan-Tech. Alles richtig gemacht. Freut mich sehr, dass jemand mit V1 im Clan-Tech gewonnen hat. Mehr wollte ich nie. Mein Puls, Coconuts, sei ehrlich, was ist dein Puls so ungefähr? So um die 160, 180, sowas? Komplett bodenlos, Alter. Stark gespielt von den GGs. Ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mich gerne mit der positiven Bewertung und einem Abo wissen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder natürlich sonntags 18 Uhr in den V1 Games. Haut rein.